Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Heart Gold. Das ist Ewigkeiten gefühlt her, also definitiv Ewigkeiten. Für mich zumindest. Ich habe echt lange nicht mehr aufgenommen. Ich bin auch ein wenig raus tatsächlich, würde ich mal sagen. Ja. Ich weiß nicht warum, es war einfach, ich hatte nicht die Motivation, so. Aber jetzt. Okay. Ich kann komplett außen rumlaufen. Ha, wie cool. Aber jetzt geht's weiter. Und ich hoffe jetzt wieder auch ein bisschen regelmäßiger. Ich will aber vorher noch nichts. Ich will noch nichts versprechen tatsächlich. Ich habe schon ein paar Parts von Zelda, Randomizer, die ich noch hatte, ein wenig geschnitten. Und die werden wahrscheinlich auch vorher hochgeladen sein schon, bevor das Video hier jetzt kommt. Und ich habe überlegt, ich werde jetzt wahrscheinlich nur noch ein Projekt gleichzeitig so am Laufen haben. Oder zumindest nicht mehr so viele. Und vielleicht nicht jeden Tag ein Video bringen. Erstaunen hat keine Wirkung, Blutsauger ist nicht effektiv. Das ist gut. Fast. So, ich wollte ja definitiv Zuba trainieren in der Arena. Ich weiß nicht, inwiefern das hinhauen wird. Dadurch, dass halt, wie es aussieht, Zubat kaum eine Wirkung auf irgendwen hat. Ist ein bisschen problematisch. Ist der Sandwirbel-Effekt jetzt eigentlich aufgehoben oder ist der immer noch da, wenn ich das Pokémon gewechselt habe? Ich glaube, der verschwindet dann, ne? Ich bin's mir aber nicht sicher. Oh! Sandwirbel! Why? Einmal ja Zubat heilen. Feig, der Arenaleiter. Oh mein Gott. Mit Elektroattacken könnten wir ihm sehr gut schaden. Auch mit Steinattacken. Aber wir haben kein Elektro- oder Stein-Pokémon. Und kein Pokémon, was Stein- oder Elektroattacken kann. Eis wäre auch noch eine Möglichkeit. Haben wir aber auch nicht. Wir brennen sie einfach zu Tode. Machen noch einen Superschall vorher. Oder auch nicht. Super Schei. Warum? Okay, ich switch wieder zu Igelava. Zwei Sandwirbel sind dann zu viel, wenn schon vorher zweimal Super Schei nicht getroffen hat. Ah, Zubat zu trainieren ist am Anfang halt wirklich, wirklich anstrengend. Wirklich anstrengend. Glut. Oh, die Flamme ist halt genauso groß wie Taubsi, ey. What the fuck? Zubat ist halt immer noch kein Level Up, ey. Das ist halt unglaublich. Unbelievable. Hier haben sie es geändert, ne? Ich glaube, in der damaligen Gameboy-Version war das Tauboga Level 9. Das war schon weird. Ein bisschen. Tatsächlich. Dim, dim, dim. Ich meine, Tauboga Level 13 ist auch komisch, aber Level 9 war es halt noch komischer. Ich kann mich auch irren. Ich werde es eingeblendet haben wahrscheinlich, wenn ich es nicht vergesse. Ja, jetzt wo ich es erwähnt habe, werde ich es nicht vergessen, aber... Ruheort. Ach, komm, als ob. Ich könnte auch ein paar Rauchwolke... ein paar Rauchwolken in den Schnabel schmeißen, ne? Das Gesicht von Tauboga. Ich mach das, glaube ich, einfach mal. Komm. Ach, okay. Das wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus bei Pokémon. Ich habe tatsächlich die Generation hier, beziehungsweise Heart Gold und Soul Silver halt, die beiden Spiele, auch noch nie gespielt, wirklich. Dü-dü-dü-dü-dün. Yes! Easy. Easy. Super Level 11. Immerhin. Na gut, ich werde zu Boden gehen. Tja, hast du keine Schnitte gegen uns. Wir kriegen den ersten Orden. Der Flügelorden. Woo! Dü-dün. Nice.
Danke. Alle Pokémon müssen Level 20 Zertrümmerer einsetzen können. Okay. Das dürfte Lehmschelle sein, außer es ist geändert worden. Ja, das ist irgendwie eine Attacke. Überlege gut, welches. Ah, Ruheort. Oh, toll. Okay. Damals hat man hier Lehmschelle bekommen. Hätte ich mehr gebrauchen können als Ruheort, glaube ich. Obwohl Ruheort für Zubat? Ich habe eine neue Deckung gemacht. Der Typ ist mir immer noch ein Rätsel, ey. Thanks a lot, Schwester Joy. Komm bald wieder. Nee. Hi. Hi, du Regal. Oh, du. Oh, deine Farben. Grün, Orange und Rot. Oh, ich werde ganz wuschig dabei. Weswegen waren wir nochmal hier? Egal. Ach, Assistent, genau. Mein Gesehen, okay. Bitte an dich. Okay. Und klar. Wir nehmen sein Ei und uns. Warte. Das ist ein bisschen weird. Dieser Professor Lind ist schon, ne? Komisch. Wer will, dass wir sein Ei an uns nehmen? Hoffentlich war das nicht sein einziges Ei. Das wäre komisch. Das wäre wirklich komisch. Ja, nur dieses Ei. Oh, ho, 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 ho. Ich verstehe. Auf einmal hast du eine männliche Stimme, oder wie? Okay. Mr. Pokémon hat es also Professor Lind geschickt. Und diese Gabe dann an euch weiter. Okay, du bist auch komisch. Was? Warum sind denn die Pokémon alle so komisch? Es ist wirklich ein kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Zieht es mit viel Hingabe auf. Okay. Das ist ein wenig verstörend. Aber gut. Ich akzeptiere das jetzt einfach so. Kriegen wir von dir nichts Zertrümmerer? Ah, nee, erst wenn wir Mogelbaum besiegt haben. Und was? Warum? Zertrümmerer, ja, danke. Hier wollen wir, by the way, noch nichts machen. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Das machen wir erst ganz spät. Hi. Ja, warte, warum eine Eile? Irgendeine Pokémon, wenn du wie das City trainiert hast. Jo, hab ich. Hier, ist für dich. Wundersaat. Ich habe leider kein Pflanzen-Pokémon, aber dankeschön. Ich werde es bestimmt irgendwann mal benutzen können. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Neues Gesicht. Ja, ich war beim Chirurgen. Gefällt's dir? Ah. Erstmal Erstauner. Es ist Geist. Bin ich eigentlich dumm? Ach, manchmal, ne? Manchmal könnte ich mich selber schlagen. Nie funktioniert die Verwirrung. Ist voll gemein. Voll gemein. Alle meine Freunde dürfen Schokolade trinken. Und Alkohol. Und ich darf gerade meine Capri-Sonne. Nicht mal Level 12 gekommen. Mann. Ich nehme gerade, glaube ich, by the way, das erste Mal im neuen Setup auf. Ich weiß es nicht, ob ich den letzten Part auch schon in dem neuen Setup aufgenommen habe. Ist schon ganz nice eigentlich. Ich werde mir so auf jeden Fall viel, viel besser mittlerweile. Auch wenn ich meinen Kopf irgendwie fast um 90 Grad drehen muss, damit ich auf meinen anderen Bildschirm gucken kann. Ich will gucken, ob ich sowas Ruheort lernen kann, ne? Nein, ich will deine Nummer nicht haben. Geh weg. Was? Ich will nicht mehr. Da. Ruheort. Ja, kann's. Mach ich sogar. Tatsächlich. Weil das in den einen oder anderen Momenten ziemlich nützlich sein kann, denke ich mal. Das letzte Graspit vor dem Pokéball. Komm noch ein Pokémon. Voltilam. Aber hier gibt's Voltilam. Habe ich Bock auf ein Ampharos? Irgendwie habe ich ja schon Bock auf Ampharos, ne? Ich habe ja 1, 2, 3, 4 Pokémon, die ich safe im Team haben will.
Da wäre noch Platz. Da wäre noch Platz. Ich glaube, ich mach das. Snack mir hier gleich später noch einen Volt-Healer. Mal vorher muss ich hier erstmal alle Trainer beseitigen und ins Pokémon-Center unten rechts laufen. Ich hätte aber auch eigentlich Bock auf so einen Magneton irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich hatte dieses Pokémon noch nie im Team, aber es wäre mal nice, es im Team zu haben. Ich kann ja Volt-Healer erstmal mitnehmen und ich meine, ich kann es ja mit trainieren und später kann ich es ja immer noch auf die Box packen. Ich hätte schon Bock drauf. So ein Ampharos später. Seine heftigen Donnerattacken, Elektroattacken halt. Das wäre schon cool. Und ihr meint vielleicht, Zubat ist jetzt noch sehr schlecht. Ja, das stimmt. Aber später, wenn es ein Golbat oder ein X-Bat wird, ne? Dann ist es sick. Ja, es ist so sick. Ich liebe es. So ein geiles Pokémon. Ich bin so ein Fan mittlerweile von X-Bat geworden. Das ist unglaublich. Level 6 wollte ich haben. Sehr geil. Männlich. Das heißt, gleich wird erstmal zum restlichen Part-Ende, glaube ich. Ich weiß noch nicht. Einmal Superschall. Dann habe ich einen Blutsauger. Und dann fange ich es, würde ich sagen. Dann wird zum Partende noch komplett Voltilam ein bisschen trainiert. Vielleicht auch nochmal die anderen beiden hier. So, Zubat auf Level 13. Das ist gerade ein bisschen problematisch, weil ich nicht gedacht habe, dass Blutsauger so viel Schaden macht, aber okay. Ja, schau ich mal. Pokéball! Los! Tschung! Nice. Ich will ja eigentlich sowieso nur 5 Pokémon zum Kämpfen dabei haben, ne? Also ich will ja keine 6 Pokémon im Team haben. Weil ich so immer Kugelsaat. Nett. Weil ich so immer Dings dabei hätte. Visor. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, was wollte ich gerade sagen? Also damit ich mal Visor dabei haben kann, nicht auswechseln muss. Und mein Team trotzdem immer beständig dabei ist. So. 6 Pokémon ist mir tatsächlich auch irgendwie zu viel. Ich meine, 5 Pokémon zu trainieren ist schon anstrengend genug. Aber 6 wird dann noch nerviger. Aber ja, ich trainiere jetzt ein bisschen Voltilam. Noch Igelava für die restlichen Trainer. Und dann werde ich den Part beenden, würde ich sagen. Ja, ich werde ein bisschen Musik unterlegen. Und nicht mehr labern, Leute. Bis gleich. So, Leute, das war's mit dem Leveln erstmal. Ich habe jetzt Voltilam auf Level 13 trainiert, Igelava noch auf 15, weil dann noch ein bisschen was fehlt und Zubat auch noch auf 13. Zubat hat Biss gelernt. Tatsächlich. Wie ihr seht, ich habe es für Erstauner weggemacht. Oder ich habe Erstauner weggemacht für Biss. So. Und Voltilam hat Donnerschock gelernt, gleich recht früh, glaube ich. 9 oder 10, bin ich der Meinung.
Und ja, auf Level 13 trainiert, wie gesagt. Und Migla war unverändert eigentlich. Und damit gehen wir jetzt in die Höhle, beim nächsten Part zumindest. So, das war jetzt erstmal diese Folge, würde ich sagen. Wir packen Zuba dann anfangen. Obwohl nein, machen wir nicht. Weil hier unten, glaube ich, noch ein Trainer ist, genau. Den machen wir dann noch mit Voltilam. Aber ja, das war's erstmal mit dieser Folge. In der nächsten Folge machen wir den Trainer, gehen durch die Höhle nach Azalea City, glaube ich. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!